Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch erzählen, was ich dem Kleinen anziehe, wenn ich mit ihm bei dem kühlen Wetter rausgehe. Einmal vorneweg, das Video ist jetzt wahrscheinlich nur für Mamas interessant, die ihr Baby auch im Tragetuch oder in einer Trage tragen wollen. Ja, und da bekomme ich von euch ja beinahe täglich Nachrichten, ob ich nicht dazu ein Video mal machen könnte, wie man das Baby jetzt am besten anzieht, wenn man es bei so kühlen Temperaturen denn im Tragetuch tragen möchte. Und ja, das ist eigentlich relativ schnell und einfach erklärt. Was ich euch jetzt zeige, passt am besten zu Temperaturen zwischen, sagen wir mal, 0 oder sagen wir mal 1 Grad und ungefähr 15 Grad. Also das Wetter, das wir jetzt genau haben, das klassische November, ja, auch teilweise Dezemberwetter. Und wie ihr seht, ich habe selber sehr wenig jetzt gerade an, nur ein Unterhemd. Und da drauf binde ich das Tragetuch. Das mache ich jetzt auch schon. Und ich habe auch schon Schuhe an. Weil wichtig, Schuhe vor Tragetuch. Sonst wird es kompliziert, wenn das Baby erstmal im Tuch ist, sich dann die Schuhe anzuziehen. Geht zwar auch, aber besser ist, man macht es gleich richtig rum. Wie ich das Tragetuch genau binde, eine gründliche Anleitung dazu findet ihr ja in dem Video, darum trage ich mein Baby. Also deswegen muss man das ja jetzt nicht so perfekt erkennen. Eigentlich ist es ziemlich einfach und unkompliziert, denn ich ziehe dem Baby im Tragetuch fast nur das an, was ich ihm auch zu Hause anziehe. Also jetzt zum Beispiel, ich habe hier ein Body und eine Hose, Strümpfe. So, das hat der Kleine zu Hause an. Oder hier noch eine Kombi, Hose, Strümpfe, ebenfalls Body. Ja, ich mal zwei Beispiel-Outfits. Das hat der Kleine zu Hause an. Und wenn es jetzt so zwischen 10 und 15 Grad ist und ich gehe mit ihm raus, binde ich ihn ins Tragetuch, in der Kleidung und ziehe ihm dann beim Rausgehen noch eine Mütze an. Und haben wir hier auch eine graue Mütze? Yep. So. Und wenn es jetzt ein bisschen kälter draußen ist, sprich es geht schon gen Gefrierpunkt, dann bekommt das Baby im Tragetuch noch ein Jäckchen. Hier haben wir auch noch ein Jäckchen. So. Das sind jetzt zwei Beispieloutfits für den Kleinen, wenn ich im Tragetuch mit ihm rausgehe. Übrigens, so kleine Bemerkung am Rande, ja, wenn ihr auch eure Babys tragt und ihr habt Freundinnen und die sehen das, dann wollen die auch. Die wollen dann eure Babys tragen. Danke, Manu. Du hast ihn ganz toll zum Schlafen gebracht, aber jetzt muss ich ihn dir einmal abnehmen. Der Kleine ist jetzt also schön im Tuch eingepackt und jetzt muss ich mir natürlich noch was anziehen und das ziehe ich halt drüber. Also mir persönlich gefällt es besser, den Kleinen unter meine Kleidung zu packen. Dann fühle ich ihn, habe ihn direkt, weiß genau, wie warm oder wie kalt er ist, als dass ich ihn dick einmummel und auf meine Sachen drauf packe. Also hier ziehe ich jetzt einen Pulli drüber. So, am besten einen mit V-Ausschnitt. Ist jetzt Größe XL. Läuft. Auch immer gut geht, ist so ein Hoodie mit Reißverschluss. Oder eben ganz normaler Pulli ohne V-Ausschnitt. Wenn es ein elastischer Bund ist, dann ist es vielleicht teilweise sogar noch besser, weil man dann hier schön den direkten Abschluss hat. Aber so kann ich natürlich nicht rausgehen, jedenfalls nicht bei 3 Grad. Da ziehe ich jetzt eine Jacke drüber. Und die Jacke, die muss dann auch gar nicht wirklich zugehen, sondern die wärmt hier von der Seite. Und so sind wir einfach total gut miteinander eingepackt. Ich ziehe mal gleich noch eine Jacke an. Also man kann auch eine Lederjacke drüber ziehen. Aber wenn es jetzt richtig kalt wird, ja, irgendwie es geht um unter den Gefrierpunkt oder es ist halt auch echt ungemütlich mit Wind oder mit Regen, dann kommt eine Tragejacke zum Einsatz. Und die sieht ungefähr so aus. Das ist eigentlich eine ganz normale Jacke.
die aber hier einen dreieckigen Einsatz hat für das Baby. Mit Kapuze oder ohne. Und das Tolle, ich könnte den Einsatz jetzt rein theoretisch auch hinten am Rücken befestigen. Baby ist bei Tante Manu. Und ich habe jetzt mal diesen Trageeinsatz rausgemacht. Der sieht nämlich so aus, wie so eine Art Dreieck. Und den kann man auch auf den Rücken machen. Zeige ich euch. Ihr Lieben, bevor ihr mich jetzt alle fragt, von welcher Brand diese Jacke ist, ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Ich habe sie noch nicht getestet, ich hatte sie noch nicht draußen an. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr euch eine Tragejacke suchen wollt, gebt es im Internet ein. Es gibt ganz viele Hersteller und ich bin mir sicher, da sind für jeden, ist da eine perfekte Jacke dabei. Dann die Öffnung quasi hinten und wenn ich dann das Baby auf dem Rücken habe, kann da das Köpfchen rausschauen. Aber merke, mein September-Baby ist mir jetzt mit 2-3 Monaten einfach noch zu klein, um es mir auf den Rücken zu binden. Im Haus mache ich das und wäre es jetzt warm draußen, würde ich es auch machen, weil ich da keine Jacke drüber bräuchte. Aber mit Jacke geht die Bindetechnik einfach nur so, dass das Köpfchen wirklich stabil gehalten werden können muss und das kann mein Kleiner noch nicht. Bei meinen Mai-Babys, die ich hatte, war es ganz wunderbar im November, da waren die schon selbstständig genug und konnten quasi auf den Rücken in der Tragejacke getragen werden und das wird bei meinem Engelchen jetzt wahrscheinlich erst im Januar sein. Also Binden auf dem Rücken, draußen auf der Straße, muss nochmal sorgfältiger gemacht werden als im Haus, wenn man sich irgendeine Trage einfach irgendwie bindet und man ist ja immer am Kind, man hat einen Spiegel, man kann es ablegen bei Bedarf, aber wenn man auf die Straße geht, sollte es schon wirklich perfekt sitzen und das geht mit so einem Kleinen leider noch nicht. Deswegen Tragemantel zurzeit nur vorne und auch nur, wenn es wirklich kalt draußen ist, zurzeit noch ohne Tragemantel mit Pulli und irgendeiner Jacke, die ich gerne mag. So. Ihr Lieben, hier ist jetzt noch das Tuch drunter. Ich hoffe, da war vielleicht die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.